alles. Was ist alles? Ah, du blöde Schlampe. Schuldigt meine Ausdrucksweise, es tut mir echt leid. Mann, sind die nervig. Gold-Rubin-Diadem. Oh, das ist sogar leichte Rüstung. Ich kann ein Diadem tragen und bin gerüstet. Der Traum einer jeden Frau. Cool. Es klingt so oberflächlich, oder? Aber hallo, ich kann mit einer Ausrede ein Diadem tragen. Haben wir es denn jetzt? Oder kommen noch mehr Magier angeschissen, wenn ich da jetzt hochrenne? Leuchtturm der Herzlandklippe. Und der steht unter Einfluss der Wildmagier? Ist das so gut? Hallo? Okay. Leichter Eisenschild. Och nein! Nein, eine Gesellentruhe. Ja, eure Fähigkeiten reichen nicht aus. Toll. Oh. Dammit. Okay. Ich hoffe, ich kann mir das merken. Und da ist Steifein. Ich hoffe, ich kann mir das merken, dass hier eine Gesellentruhe ist. Ich fürchte ja eher nicht, aber hier ist sonst nichts, ne? Okay. Kann ich, wenn ich mich eigentlich hinsetze... Das regeneriert aber nicht, ne? Ich kann mich da auch nicht hinsetzen, okay. Na gut. Was für ein Wahnsinnsausblick. Schön. Wenn ich jetzt auf sowas gehen wollte, was müsste ich denn dann tun? Rüstungswert um 91 ist natürlich nicht schlecht, ne? Man könnte natürlich dann wunderbar sich dann damit rüsten und dann mit einer Einhandwaffe eventuell kämpfen. Oh, Leben entdecken macht Kreaturen in der Umgebung sichtbar und Kontakte durch Wände hindurch benutzt werden. Panik, das ist, ja, das ist wahrscheinlich eher, was ich nicht so benutzen würde. Die sind natürlich, wobei Eispfeil ist, glaube ich, etwas, was du einfach dann nur schießen kannst. Ich mag dann eher so einen Dauerbeschuss. Das war, glaube ich, bei dem Feuer hier auch so. Feuerblitz und Feuerbiss. Ein Feuerprojektil, genau. Zwar 16 Punkte Schaden, aber du musst erstmal treffen, ne? Ich glaube, der Flammenstoß war doch schon besser. Ein eiskalter Wirbelwind, der 18 Punkte Frost und Ausdauerschaden verursacht. Auch nicht schlecht. 16 Punkte. 7. 16 Punkte und nicht treffen oder 7 Punkte und vielleicht dann mal einmal einen Rundumschlag. Ich würde mal sagen, ich würde das einmal auf die Favoriten setzen. Blitz auch nicht schlecht. Oh. Ach, es ist ein Blitzschlag. Ich kann es auch mal auf die Favoriten setzen. Also das klingt schon cool, auch vom Schaden her. Die Sachen sind auch cool. Der Geisterwolf, den ich habe, der ist schon nicht schlecht. Wir könnten noch einen Geisterbären, der macht... Genauso viel, aber es ist ein Stufe 8 Bär. Das heißt, der würde mir Schaden machen. Dann würde ich den Wolf leider rausnehmen und den Bären mal eben nehmen. Es dauert jetzt mal eben einen kleinen Augenblick. Ich muss mir erstmal jetzt einiges bewusst werden. Das ist natürlich auch nicht schlecht, eine Schlachtaxt, ne? Totenfunke. Ah, oh, das ist nicht so, nee. Lebensabsorption ist ziemlich wenig, ist aber auch nur Rang 1 gerade mal. Schutzzirkel, das sieht auch schön aus, der Zauber.
Segen des Lebens, Untote vertreiben, Wohltat. Damit bin ich in Skyrim auch schon nicht klargekommen. Fokus, damit habe ich mich noch gar nicht befasst. Stufe 1, senkt kurzfristig Mana-Kosten für Zauber aller Art um 33%. Meditiert, um eure Erinnerungen freizuschalten. Ja, aber das ist ja ganz normal, oder nicht? Rage. Waffenschaden. Auch nicht schlecht. Bewegt euch kurzfristig erheblich leiser und erhaltet 7%ige Chance auf einen kritischen Treffer. Okay, setz das mal. Das können wir doch sowieso machen, oder? Meditation. Ich bin jetzt echt irritiert. Aha, ich bin anfällig gegenüber Magie, deswegen bin ich auch schnell tot gewesen. Ganz toll. Und meine Geschicklichkeit ist... Oh. Ich bin krank. Abgesehen natürlich... Oder liegt das an den Charakterwerten? Nee, ne? Das hier ist doch Krankheit. Seltsames Fieber? Nee, das ist mein Fieber, das ich habe. Erhöhte Tragkraft. Ich muss sagen, das verwirrt mich jetzt alles noch ein bisschen hier, die Sachen, wenn ich mir das so angucke. Ich hätte mich doch schon längst damit befassen sollen. Leben entdecken ist tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Untote, na gut, das ist natürlich klar, Untote. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, haben wir Ausrüstung, Hilfsmittel und Magie. Wenn ich jetzt den Meditation. Das ist etwas, was wir sowieso haben, ne? Was verstehe ich nicht? Wie funzt das denn jetzt? Kann mir auch keiner sagen. Oh, warte mal, mir fällt gerade was ein. Soll ich ganz kurz was ausprobieren? Und zwar gehen wir mal auf die Einzelsachen. Ach, jetzt geht's. Ich habe nämlich eine andere Tastatur. Dann nehmen wir auf 1 das Schwert, auf 2 den Langbogen. Der Flammenstab ist, glaube ich, nicht mehr geladen. Ne? Dann nehmen wir noch Magie. Und zwar würde ich ganz gerne den Flammenbiss auf 3, Frostwind auf 4, Geisterschwarzbär auf 5. Versuchen wir es mal so. Ich wage zu bezweifeln, dass das funzt, dass ich daran denke. Aber... Aha. Aber ich habe es dann nur auf einer Seite, ne? Das heißt, ich müsste es theoretisch, kann ich das, wenn ich jetzt hier den Geisterschwarzbären habe, könnte ich dann eventuell hier den gleißenden Funken. Ich könnte die kombinieren, die Sachen. Aha, okay. Gut. Nichtsdestotrotz wollte ich, glaube ich, ein Stück Brot essen. Kann das sein? Ich glaube ja. Das gute Krustenbrot. Parieren. Ich bin noch nicht hoch genug. Fertigkeitsstufe 50. 50. Ich könnte Wirbelsturm rufen. Wo komme ich denn hier lang? Ah, wir kommen hier so in diese Talsenke an dieser Bergkette vorbei. Man könnte hier aber auch lang. Hier würde ich dann wieder zurück nach Ark gehen. Aber hier kämen wir zum Miradenturm und den würde ich ganz gerne freischalten für eine eventuelle Schnellreise. Und das nützt nichts, wenn ich einen Krankheitstrank nehme, ne? Das ist, gehört einfach zu meinem Arkanistenfieber, oder? Ach komm, wir haben... Nee, das ist Lebensenergie. Wir haben aber... Ich nehme den mal und jetzt würde mich mal eben interessieren, wie das jetzt hier aussieht. Ja. Das seltsame Fieber ist das Fieber, was wir von Anfang an hatten. Und wir sind satt. Deswegen haben wir jetzt
diese Ataxie nicht mehr. Höre ich hier irgendjemanden reden? Ich höre Stimmen. Das ist das Arkanistenfieber. Oh. Oh. Okay. Oh nein, 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 nicht schon wieder verbrannte Menschen. Scheiße. Wir könnten eben hier schlafen. Ich glaube, das würde ich auch ganz gerne machen. Schlammelementar, das haben wir, glaube ich, noch nicht gelernt. Und ein Gesellenbuch Mentalismus, jawohl. Rausgehen in die Welt bildet unter anderem... Ich weiß nicht, ob man das hört in der Aufnahme, wahrscheinlich. Wir schlafen mal eben eine Runde. Aber wir könnten noch länger schlafen, fällt mir gerade so ein. Es ist ja noch dunkel. Warte mal, habe ich nicht jetzt sogar schon zwei Eis... Nee, eine habe ich schon gegessen, eine Eispranke, ne? Dann esse ich die jetzt immer noch mal. Sehr schön, das ist gut. Höre ich Wölfe? Ja, ich höre Wölfe. Okay, jetzt weiß ich auch gleich, von wo es connected ist. Na komm schon. Ihr oder ich. Im Zweifelsfalle für mich bitte. Oh! Eben gerade. Willst du mich vor Hunde piepeln? Was ist denn jetzt los? Was ist jetzt passiert? War das ein Traum oder was? Hä? Wie ist das denn jetzt eben gerade passiert? Ich habe doch gegen die Wölfe gekämpft und jetzt... Das verstehe ich jetzt gar nicht. Da, die Eispranke. Okay. Was war denn das jetzt für eine Aktion? Hä? Weißt du was? Das ist ätzend mit diesem Effekt. Ich trinke das andere Ambrosia jetzt. Das Eispranke und ich trinke jetzt das Ambrosia. Wie viel haben wir jetzt? 42%, glaube ich, ne? Gucken wir nochmal nach, weil das will ich jetzt nochmal eben ganz genau wissen. Wir haben... Achso, das wird uns sogar nicht angezeigt, aber ich meine, wir wären auf über 40% inzwischen schon. Ich trinke das Ambrosia jetzt und dann ist gut. So, ist auf 26% gesunken. Ja, schön. Haben wir immer noch. Das hatten wir aber vorher schon, die Anzeige dafür. Weil das ist jetzt nervig, dass wir so schnell sterben. Und ganz ehrlich, ja, da kommt jetzt die leichte Rüstung natürlich jetzt dummerweise mir vollkommen in die Quere. Ey!
Guck mal an, Mann, gut. Aber ich, trotzdem weiß ich nicht, was das eben für ein Effekt gewesen ist. War das der Schwarzbär? Warte mal, das können wir jetzt mal austesten. Hä? Ich verstehe das nicht. Eigentlich müsste das der Schwarzbär gewesen sein, aber gut. Und nochmal. Wo ist der andere? Oh, Scheiße! Im Ernst, jetzt habe ich echt nicht schnell speichern gedrückt. Da bin ich eben auch vielleicht gestorben, kann das sein? Ist doch nicht wahr. Okay, pass auf. Eispranke. Ich will das jetzt. Ich habe das letzte auch geschafft, gegen drei Wölfe zu bestehen. Ich verstehe das nicht. Wo ist die andere Eispranke? Warte, warte, warte. Hier, da. Gut, 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 gut. Schockschaden nützt mir nichts. Schock, schwere Not. Nee, ich dachte, wir könnten noch irgendwie. So, Eispranken genommen. Ich fürchte ja eher, dass ich wieder in einen Bären reinrenne, wenn ich die Wölfe jetzt hier geschafft habe. Komm, Wolf, komm. Die kommen alle an, ne? Ja, die kommen. Ja. Das Schlimme ist, die umrunden einen. Die kleinen Viecher. Lauf, 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 lauf. Lauf! Oh, in den Rücken gefallen, das scheiß Vieh. Okay, also es ist echt dämlich, die... mit der leichten Rüstung, da komme ich irgendwie nicht mehr klar. Das ist, gereicht meinen Fähigkeiten nicht.